Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier noch beim Weihnachtsmarkt. Schauen wir mal nach, wohin die Reise von hier aus geht. Kriegen wir das Mountain Resort jetzt hin oder nicht? Ja, wir haben die Snowy Peaks Mountain Fun Gift Packs nach Washington, nach Omak. Eine geschätzte Landestrecke von 173 Meilen, also doch ein bisschen länger. Ja, wir fahren das einfach mal, ne? Also wir haben zwar noch einen Weg dahin zu den Snowy Peaks, aber dann haben wir das auch erledigt. Dann fahren wir nach Omak, wo ich glaube ich noch nicht gewesen bin. Moment, Omak ist ja schon durch. Ach egal. Who cares? 12.500 kriegen wir dafür. Und wir kommen an zwei Viewpoints vorbei. Die Frage ist halt wirklich, ob die Viewpunkte achievementmäßig dabei sind oder nicht. Vermutlich nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es dann Hidden Steam Achievements. Achievement. Vielleicht fahre ich noch mal kurz vom Event einfach. Warte erst und möchte jetzt einfach das noch mal kurz ab. Who knows? Bei den ATS sind wir dann ja auch bei. Fehlen noch zweimal vom Arzt Workshop, einmal vom Post Office. Vielleicht bekomme ich die auch einfach so mit abgefahren. Auch wieder schön hier über den Fluss drüber, der zugefroren ist. Dann wollen wir mal. Schön mit der Schneewehe. Merkt man auch richtig wieder, wie das hier freigeschaufelt wurde. Da wir jetzt den 31 haben, ich weiß natürlich nicht, ob ihr es jetzt noch seht. Wenn ihr es nicht mehr seht, dann ignoriert es. Wenn ihr es noch seht, bevor das neue Jahr beginnt, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten, wenn ihr es am 1. Januar guckt, dann auch schon mal ein frohes Neues. Oh, den Viewpunkt. Den haben wir hier. Den haben wir nämlich auch noch nicht gehabt, allgemein. Dann schauen wir uns das mal hier an. Winterland Mitte. Vierte Kamerafahrt von 5 Kamerafahrten insgesamt. Und bei uns schaffen dann auch jetzt noch die letzte, die dann quasi noch fehlt. Ich glaube halt wirklich, dass ich noch nicht da in Washington war. Was werden wir ja sehen, wenn wir dann gleich in der Overworld sind. Doch schon ziemlich hell für fürs Winterland. Aber 25 lang.
Aber ich muss auch schon sagen, es ist ja schon so ein bisschen so für vielleicht auch so für irgendwann mal, wenn Island kommt, ist ja zumindest schon mal schön zu sehen oder interessant zu sehen, wie das zumindest das aktuelle Team von SR Software, von den Mappern und so weiter, wie die das Ganze umsetzen. So von der Landschaft her, vom Feeling her. Klar wird es ja nicht das weihnachtliche Feeling geben in Island, so, aber es gibt ja auch die ein oder andere schneereiche Straße. Wenn man mal, ne, weit nach oben hinaus muss. Get ready to turn left. Ja, und da sind wir auch schon beim Mountain Resort angekommen. So gut wie. Fast. Turn left and then turn right. Turn right. Ich denke, jetzt war mehr oder weniger zweispurig hier gerade, ne? Bei meiner guckt man ja in diese Richtung auch. Klar, er hätte auch den anderen Weg fahren können, aber nehmen wir mal den, der das Navi sagt. Wir kommen auch direkt beim Viewpunkt vorbei und können uns den ja auch noch mal anschauen, bevor wir dann die Fracht aufnehmen. Wo fahren wir überhaupt hin? Zu Sunshine Crops, dann war es doch Sunshine Crops. Da war ich mir leider nicht mehr ganz so sicher, als wir dann von Sunshine Crops dann eine Fahrt mehr noch hatten. Kommt davon, wenn man es halt nicht so, ne, sieht. Und beim Logo nur ein S ist. Und halt die Crops. Okay, mit Trailer wird es wahrscheinlich auch schwierig hier raufzukommen. Je nachdem, wo man herkommt, zumindest. Oder halt runter zu kommen. Oh, gehst du vorne runter auch. Ja. Aber ohne einen Auflieger ist doch schon angenehmer. Dann haben wir den Urlaubsort Schneeberger. Schneeberger Urlaubsort. Restaurant, oh, mit Bergen. Auch ein schönes Ausgang wird hier oben als Denkmal. Dann holen wir mal jetzt durch die Fahrt ab. Fahren eben hier raus. Drehen nochmal eine Runde. Und dann sind wir auch schon da und müssen uns eigentlich nur den Weg zum Portal erfahren. Get ready to turn right. Wo auch immer das Portal sein wird. Turn right. Ah, hier haben wir unseren Auflieger. Ah, das neue Peak Market war da, wo wir unseren Trail abholen. We are finished. Täuscht das oder ist es ein anderer Paintjob, also ein anderes Livery Design?
kann mich gerade nicht dran erinnern. Ehrlicherweise, aber es ist irgendwie anders. Dann laden wir auf. Oh, Botschaft wollte nicht ausschalten. Ja, es wirkt echt anders. Ich meine, bei dem anderen war ja Geschenke und so dabei. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Fracht, unterschiedliche Dings, Liveries für die Fracht. Genau, Portal. Das nächste Portal ist natürlich weiter entfernt. Um genau zu sein, 25 Meilen nochmal die Straße hoch. Okay, here we go. Dann haben wir hier die Snowy, oder ist es was anderes? Ne, okay, es ist allgemein. Nicht nur die Snowy Peaks. Aber dann können wir kurz mal gucken. Washington, wie viel ich von Washington entdeckt habe. Okay, 17%, immerhin. Nicht viel, aber auch nicht nichts. Turn left. Ja, doch, mit Auflieger sind dann doch schon die 20 Kilometer pro Stunde doch gar nicht mal so verkehrt. 20 Meilen pro Stunde natürlich. Wow, 30 Kilometer pro Stunde. Get ready to turn right. Aber natürlich doch. Noch nicht hier, sondern erst hier. Sehr schön. Ich muss auch sagen, ich finde das mit den automatischen Lichtern auch nice. Das Feature. Dass so quasi, wenn die Helligkeit sinkt. Wenn die Helligkeit sinkt, dass es dann die Lichter automatisch angehen. Zumindest glaube ich bei den neueren Trucks. Ich weiß gar nicht, ob es bei allen Trucks ist. Da kann aber Oberschaltung auf 25. Ich wollte gerade sagen, welcher Retarder war das nochmal? Aber ich glaube, das war welcher Schwack. Aber ich glaube, das war dieser Schwack, wo der Retarder nicht ganz so krass reinkickte. Wenn es längere Steigung, längeres Gefälle ist. Wobei gute Steigung wäre ja. Negative Steigung wäre ja sogar auch der die passende Zeit dafür gewesen. Also schön mit den Bergen und der untergehenden Sonne und die Berge, Bergkuppen, wie sie beschienen werden. Aber natürlich doch. Da vorne fährt wieder der Winterland Express. Turn right. Ja, ich weiß, dass da was ist. Ich schaue ja auch, wo ich hin will. In der Regel zumindest. Get ready to turn right. Ja, ob wir rechts abbiegen müssen, weiß ich nicht. Turn right. Kommt noch mal an, wo die Partikel sind, aber hier sind sie. Den wollen wir mal durchs Portal reisen und nach Omak in Washington fahren. Let's go. 149 Meilen haben wir noch nach Omak. Wollen wir mal hier von der Rest Area runterkommen. Die auch schon nice aussieht. Na.
Na, die 15 werde ich nicht fahren. Ich werde dann einfach die 20 nehmen. And then turn left. Natürlich. Turn left. Ach je. Hätte ich gar nicht gucken müssen, also in diesem Fall. Aber jetzt geht's auf den Highway, da muss ich gucken. Schön im Waldgebiet sind wir. Nach rechts geht's Richtung Seattle. Dann wollen wir mal Gas geben. Genau, was ich hab's glaube ich vergessen zu sagen. 12.500 bekommen wir dafür. Für die Fahrt. Eigentlich sogar fast vom Gefühl her das Vierfache, was wir sonst mal bekommen haben. Für die ganzen Fahrten. Also wir bekommen doch schon ziemlich gut Kohle für die. Für die. Was war das nochmal? Für den Fun-Gift. Hacks. Die Pfannengiftpakete. Ob ich überhaupt zur 60 hochkomme, bevor ich abbiegen muss. Dann haben wir hier viele Schatten. Der Avenged of River. River Shatter. River. I don't know. Auch Rocky ist. Oh. Die Landschaft ist auch cool. Gut, mit den Bäumen, das ist mit dem abgeschützten Baum, das ist es bei uns auch gerade teilweise so. Obwohl das Hochwasser ist. Also mit teilweise meine ich, dass zumindest flussaufwärts einige Bäume aus dem Wasser gefischt werden mussten, bevor sie noch Schlimmeres anrichten als ohnehin schon. Stay left. Damit die jetzt irgendwie nicht einen Damm errichten und dadurch das Wasser sich noch mehr anstaut. Und das dann sowohl flussaufwärts als auch abwärts dann für spätere Probleme sorgt, wenn dann die Blockade gelegt ist. Mal schauen. Da kommt da jetzt noch ordentlich Regen auf uns zu. In dem Sinne beginnt das neue Jahr, wie das alte Jahr aufgehört hat. Alter, der ist aber auch echt ruhig, der Kenrus, ne, wenn er. Wenn er mal nicht Gas geben muss, sondern das Tempo nur halten muss. Okay, Gas mit 35 ist nicht machbar. Ich werde ja auch die 25 hier nur nehmen, aber ging halt leider bergab. Und wir kennen ja mittlerweile die Bremsfähigkeit des Ganzen. Also zumindest was den Retarder angeht, wenn man mit der Bemal fährt. Das wäre mit Cruise Control. Bin ich auch mal gespannt, ob es im Laufe der Zeit auch für den T680 Updates im Sinne von Upgrades durch Updates gibt. Bin ich mir echt gespannt, weil ich meine, viele Sachen kann man ja nicht machen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch ein Tuning-Pack dazu. I don't know. Aber bisher noch keine. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht Zeit gefunden.
mich genauer zu informieren, was auf uns zukommen kann nächstes Jahr. Turn left. Aber zum Glück wurden wir nicht gebastelt vom Stage Trooper, der da quasi uns angelächelt hat. Wir sind hier bei der Farm, bei der Range. Dann sind wir auch gleich bei Sunshine Crops. Sieht auch sehr schön aus hier. So, was die Farmfläche und so betrifft. Wobei, ich bekomme ja jetzt gleich wohl die Benachrichtigung. Ich habe ja im gestrigen Video gesagt, dass ich hier noch gucken wollte wegen Dings, ne? Wegen Games, bevor das Jahr zu Ende ist, weil ja bei dem einen oder anderen halt noch das nur noch bis zum 31. geht. Was die Rabatte betrifft, teilweise noch bis zum 7. Januar, glaube ich, bei Steam. Habe ich aber gestern nicht mehr, bin ich gestern nicht gekommen. Habe ich gestern nicht gemacht. Ich habe mir nämlich hier ein Dings gemacht beim Kalender von Windows, habe ich mir eine Erinnerung gemacht. Das Problem ist, weil ich schon das neue Outlook hatte. Also das Ganze soll ja 2024 komplett geswitcht werden von zu Outlook, dass alles in einem Ding drin ist und so ein Quatsch. Was halt auch sehr problematisch ist, weil ich nutze halt Dingens. Also ich ziehe mir halt immer im neuen Jahr von der Stadt den Kalender für die Abfallwirtschaft. Und ja, das ist halt nicht mehr da so, ne? Also das, wenn ich das reinpacke in den Kalender, ins neue Outlook, dann ist das schön und gut, dass es da ist. Aber wenn ich dann auf den Kalender in der Taskleiste so gehe und auf das Datum klicke, dann steht da einfach nichts. Ist scheinbar nicht synchronisiert, was halt absolut dumm ist. Ich hoffe ja mal, dass die das noch fixen. Allerdings bezweifle ich das, weil das ja eigentlich so ein Feature ist, wo ich mir denke, ja, das ist. Also da muss man doch dran denken. Also das kann man doch nicht vergessen. Aber mal schauen. Ob die das machen, ob die es hinbekommen. Noch ein Zug, oder? Das finde ich cool. Das erinnert mich an, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. War das La Paza? La Plan, nee. Irgendwie sowas. Wo 80 Güterzüge am Tag durchfahren. Oder bis zu 80 oder 180, ich weiß gar nicht mehr. Aber schon eine Menge. Muss ich auch mal wieder reingucken. Die Webcam. Aber dafür muss man mal Zeit haben, ne? Zeit ist das Problem. Oh, Washington ist auch schön. Schön, schön, schön hier. Und da sind wir jetzt auch, glaube ich, in Omak, genau. Runter 50. Stay left and then turn left. Turn left. Muss man ja wieder selber in Eisen gehen. Das ist ja auch. Also eine sehr schöne Fahrt auf der gegenüberliegenden Seite. Turn left.
Was, wir sind sogar hier. Wir haben sogar wieder den Weg nach Burlington gekennzeichnet. So, das heißt gekennzeichnet, aber ne, ihr wisst, was ich meine, ausgeschildert. Da kommen wir sogar mehr oder weniger gerade her. Also nicht jetzt in, nicht jetzt direkt gerade, sondern das gerade vor dem gerade, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Letzte Video waren wir in Burlington gestartet. Dürfen wir gleich bei Sunshine Crop sein. Ist schon ausgestellt, wir könnten prinzipiell, glaube ich, auch sogar links abbiegen, I don't know. Hier haben wir das Recycling Center, wo wir nicht hinkommen. Weil Recycling, wo war denn noch Recycling? Da gab es ja auch irgendwelche Sachen fürs Recycling. Schon Recycling, war das? Ah, ja, keine Ahnung. Oder es kommt noch, kann natürlich auch sein, dass in Nebraska oder was da nicht noch alles kommt, dass es da. Wir können ja eigentlich so hier rauf. Gehen wir schon mal hier ab. Das wäre ja nicht ausgestellt schon hier vorne. Ah, ist das auch. Das ist ja auch cool hier. Gefällt mir. So, dass ich sogar ein bisschen was vom Boden mitnehme, damit ich ein bisschen mehr was davon habe. Okay. Erst auf mein OMAG, die Evergreen State 5 von 16. Und dann lade mal die Spaßpakete ab. Ausgezeichnete Mountain Fun Gift Packs vom Mountain Resort in Winterland nach OMAG geliefert. Gefahren ca. 198 Meilen, knapp den Vorhang geknackt. Dauert 30 Minuten, 30 Gallonen verbraucht. Das war der 147. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab 12.500 dafür und 334 Erfahrungspunkte. Und wie wir sehen können, 5 von 5 und 7 von 15. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nochmal einen guten Rutsch. Das neue Jahr oder frohes Neues. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier im American Trucking Simulator wieder, auch in OMAG. Wobei wahrscheinlich nicht in OMAG, vielleicht weil ihr eh von woanders fahren, was in der Nähe von OMAG ist. Oder halt im morgigen ETS 2 Christmas Winterland Event Video. Oder wir sehen uns morgen dann im nächsten Euro Trucking Simulator 2 Christmas Winterland Event Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.